Alles kann sich ändern. Lebensverändernde Energien, die das Schicksal verändern können, werden in der Nacht vom Neumond im Mai zu uns getragen. Es werden die Krieger des Friedens gerufen und erwachen. Erfahre von mir wichtige Dinge, die du jetzt tun kannst und die du wissen solltest, jetzt gleich in meinem Video. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Neriana Kardinal und ich bin das Hauptmedium der Smarana-Gruppe. Wir sind mit unseren Partnern in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten und wir sind eins der größten Online-Portale für Webinare und Weiterbildung im spirituellen Bereich. Und wenn du gerne immer die neuesten Nachrichten der geistigen Welt erhalten möchtest, dann darfst du meinen Kanal abonnieren und ich danke dir jetzt schon sehr dafür. Ja, und jetzt gehen wir gleich voll in diese Neumondenergie vom Mai hinein, denn diese Energie wird oder kann unser Schicksal verändern, wenn wir es richtig anstellen. Es ist also eine Lebensveränderung für dich persönlich möglich und auch für das Kollektiv. Es werden die Friedenskrieger erwachen, denn der Neumond tritt jetzt in eine neue Phase ein. Die Eklipsen sind beendet, die Zeit der Eklipsen sind beendet und der Neumond insgesamt, die Mondphasen, kommen in eine neue Energie. Und dieser Neumond liegt im Zwilling, in der Energie des Zwillings. Das gibt uns so einen Push in die richtige Richtung und unterstützt uns, unsere Visionen und das, was wir schon so lange in unserem Herzen als Wunsch tragen, letztendlich in die richtige Richtung zu lenken. Deswegen sollten wir unbedingt diese Nacht mit dem Neumond für uns energetisch nutzen. Und ich habe für dich auch ein ganz schönes, hochenergetisches Neumondritual vorbereitet, was wir nachher am Ende des Videos zusammen machen werden. Wir werden ein Mondwasser herstellen, was diese ganze Energie des Neubeginns und der Friedenskrieger enthält. Und dieses Wasser, wenn du das dann trinkst, wird sich dann auch von innen her mit seiner Energie für dich manifestieren. Du kannst dir jetzt schon mal überlegen, wie viel oder welche Mengen du gerne herstellen möchtest. Und ich empfehle dir einfach jetzt auch nachher das Ritual dir anzuhören, damit du weißt, was du alles an Vorbereitungen brauchst, um dann am Neumond direkt dieses Wasser herzustellen. Ja, jetzt nochmal zu der Neumondenergie. Wir bekommen also jetzt auch gerade, weil ja die Zeit der Eklipsen vorbei ist, nochmal eine ganz andere Manifestationskraft. Die war nämlich in den letzten Tagen einfach schwieriger im Vergleich zu dem, was jetzt kommt. Also ab dem 30. oder ab dem 30. Mai oder 1. Juni bekommen wir mehr Kraft für unsere Wünsche, für unsere Manifestationen. Und das ist ganz wichtig, weil wir damit ja das Neue erschaffen können. Und all das wird auch in dieses Mondwasser einfließen, welches uns dann noch zusätzlich unterstützen wird. Die Zeit der Zwillinge, übrigens, weil ich mich gerade bewegt habe, hier ist der Mond. Er ist also hier und versteckt sich so ein bisschen hinter mir, aber ich habe diesen Hintergrund einfach gewählt, damit wir so ein bisschen in die Mondenergie hineinkommen, allein schon vom Video her. Und jetzt der Zwilling. Der Zwilling bringt ja Lebensfreude und Kraft. Er bringt dir Stärke, dich selbst zu finden und auch ermuntert er dich, Gleichgesinnte zu suchen und dich mit diesen Gleichgesinnten zu verbinden und daraus für dich Kraft zu schöpfen und auch dir sicher zu sein für deinen Weg. Und es gibt ein ganz tolles Mudra, das zeige ich dir jetzt. Man legt die kleinen Finger zusammen und die Daumen so und dann hält man das so gefächert vor die Brust. Das könnt ihr jetzt schon gerade mal mitmachen. Und wenn man dann die Augen schließt und hier so in diesen Kelch hineinspürt,
dann spürst du deine innere Wahrheit und Klarheit. Es verbindet dich einfach mehr mit dir selbst und gibt dir die Kraft, zu dir selbst zu stehen, deine eigene Wahrheit zu finden. Und das ist jetzt in der aktuellen Zeit besonders wichtig. Probier das bitte aus und gerne dürft ihr mir auch nachher unten in die unter das Video schreiben, wie ihr mit diesem Mudra zurechtkommt, was es mit euch macht. Denn zu sich selbst zu stehen, zu seiner inneren Wahrheit zu stehen, das ist die Bekräftigung zu deiner Seele, zu deinem Seelenweg, zu deinen Aufgaben. Und das sollten wir gerade jetzt in dieser Zeit auf keinen Fall außer Acht lassen. Also dieser Neumond wird uns einen Push geben, in die richtige Richtung zu gehen. Und gerade wenn du dich triffst mit Menschen, die deine gleiche Einstellung haben, wirst du da besonders gestärkt werden. Wir haben im August in Marburg ein spirituelles Treffen und dort hast du auch die Möglichkeit, dich mit Gleichgesinnten zu treffen und vielleicht bilden sich ja sogar neue Freundschaften. Diese Informationen findest du unter dem Video. Dann denke ich jetzt nochmal daran an die Krieger des Friedens. Diese Neumondenergie wird die Menschen, welche das in sich tragen, diese Aufgabe in sich tragen, zum Krieger des Friedens benannt worden, die werden es spüren und die werden besonders die Impulse spüren und auch aufwachen und sich zu ihrer Aufgabe bekennen. Ich weiß, dass viele von euch dieses Licht in sich tragen, die ihr dieses Video anschaut. Und es wird auch jetzt durch dieses Mondritual ganz besonders gut für euch wirken, und zwar für genau die Bestimmung, die ihr in euch tragt. Das werdet ihr dadurch unterstützen. Und das ist ja tatsächlich in dieser aufregenden Zeit besonders wichtig, dass man sich im Klaren ist, was habe ich zu tun, was möchte ich, bin ich für den Frieden, setze ich mich ein, dass Frieden kommt, habe ich den Frieden in mir, kann ich den Frieden in mir vergrößern? All das sind solche Dinge, die jeder für sich allein überlegen kann. Und mir ist es einfach wichtig, dass wir uns selbst immer wieder daran erinnern, dass wir Wesen des Lichtes, der Liebe und des Friedens sind. Dass all das andere, was im Außen erzählt wird, auf uns an sich nicht zutrifft. Und das solltet ihr niemals vergessen. Egal, welche Hiobsbotschaft jetzt draußen verbreitet wird, macht dieses Mudra und spürt eure eigene Wahrheit. Ihr Lieben, das bewusste Manifestieren wird ab dem 30.05. und dem 1.06. besonders stark für 12 Tage für uns fühlbar sein. Das heißt, unsere Visionen, unsere Vorstellungen, unsere Ziele, die wir so haben, die werden wir, wenn wir das jetzt die nächsten 12 Tage tun, besondere Kraft in der Manifestation bekommen. Deswegen ist es wichtig, dass du dies weißt, denn damit kannst du dein Leben tatsächlich verändern. Man sollte diese Schöpferkraft, die in jedem von uns liegt, auf keinen Fall unterschätzen. Denn das ist die Kraft, in der wir unser Leben gestalten. Meist unbewusst, aber wir Lichtarbeiter und ihr alle, ihr wisst das ja, die ihr meinen Kanal besucht, dass wir diese Kraft bewusst nutzen und das tun wir so oft in eigentlich jeder Meditation oder in fast jeder Botschaft, die von den Engeln oder den anderen Sternenwesen kommt, wird dies immer wieder auch betont. Und wenn wir das eben tun, wenn wir bewusst in die Manifestation hineingehen, nutzen wir die Kraft des Zwillings. Und der Zwilling, der gibt einem diesen Schub und der gibt einem diese Leichtigkeit auch und die Freude. Und das ist wichtig, was man braucht, das man nie vergessen sollte. So, und jetzt kommen wir gleich zu dem wunderschönen Neumondritual, wo wir das Mondwasser zusammen herstellen werden. Was du benötigst, ist abgekochtes Wasser. Du kannst dir jetzt überlegen, wie viel du von diesem
Mondwasser herstellen möchtest, du kannst auch mehrere Flaschen vorbereiten. Durchaus möglich. Wir stellen die später dann ans Fenster. Du kannst auch das ganze Fenster vollstellen. Das überlasse ich dir. Was du noch brauchst oder nicht unbedingt brauchst, aber was eigentlich noch schön ist, wenn du sowas hast. Zum Beispiel, ich habe hier so einen Bergkristallstab. Den lege ich noch dazu. Den lege ich zu dem Wasser dazu und also den gibt es auch bei uns im Shop, wer sich dafür interessiert, und der ist aufgeladen mit der Energie der Sternenvölker. Und der kribbelt richtig in meinen Händen und den lege ich dann immer bei so einem Ritual zum Wasser dazu. Und der wirkt also auch mit der Kraft, die hier sowieso im Bergkristall drin ist, und dann noch mit den Sternenwesen. Du kannst auch andere Heilsteine dazulegen, eben das, was du gerade so hast, kannst du nutzen. Ich lege ihn jetzt mal wieder hierher. Und ihr Lieben, jetzt macht euch bereit, wir werden beginnen und ich freue mich schon sehr darauf. Geliebte Menschen, heute lade ich euch ein, in einem hochenergetischen Ritual mit mir zusammen das Mondwasser herzustellen. Dieses Mondwasser wird dich unterstützen, lebensverändernde Energien in deiner Seele zu manifestieren. Dieses Mondwasser wird die Energie des Friedensträgers in dir aktivieren und vergrößern. Und so nimm nun dein vorbereitetes Wasser, welches du abgekocht hast und welches sich jetzt in einer oder in mehreren Flaschen befindet, und stelle es auf deine Fensterbank. Es ist wichtig, dass das Mondlicht auf dieses Fenster fällt, damit sich die Energie des Mondes mit deinem Wasser verbinden kann. Auch wenn der Mond von Wolken verdeckt ist, wird das Wasser seine Energie dennoch aufnehmen. Und nun lege die Edelsteine oder Energiestäbe, welche du vorbereitet hast, auch noch dazu. Manche kannst du vielleicht sogar direkt in das Wasser legen. Das überlasse ich dir, so wie es für dich sich gut anfühlt. Die Energie des Bergkristalls verleiht dem Wasser Klarheit und Fokus. Wenn du Amethyst nimmst, schenkst du Frieden und deine Intuition wird sich stärken. Wenn du Rosenquarz benutzt, bekommst du mehr Selbstliebe und Harmonie. Nun überlege dir eine Affirmation, welche du gerne als Energie in das Mondwasser hineinlegen möchtest. Dies könnte sein: Ich bin die Liebe, ich bin der Frieden, ich bin das Licht. Bevor du deine Affirmation aussprichst, bitte ich dich nun,
in dein Herz hineinzugehen, dich mit deinem Herzen und deiner Seele zu verbinden, dich auf den Mond zu konzentrieren und das Licht des Mondes einzuatmen. Spüre, wie sich nun ein heller Lichtstrahl vom Mond den Weg zu dir sucht. Spüre, wie dieser Lichtstrahl des Mondes dich einhüllt und trägt, wie er dich ausdehnt und du deine tiefe Liebe, deine Seele, dein Licht besonders intensiv spürst. Und nun bitte ich dich, deine Hände um deine vorbereitete Flasche zu legen. Falls du mehrere Flaschen hast, tust du dies nacheinander. Und wenn du nun deine Hände an deiner Flasche hast, lass deine Visionen, deine Wünsche, deine Affirmationen hineinfließen. Ich gebe dir jetzt ein wenig Zeit, damit du dies tun kannst. Dann bilde mit deinen Händen das Mudra, was ich dir vorhin gezeigt habe, das Dharma-Chakra, so wird es genannt, und fühle deine eigene Wahrheit und lass die Energie in deine Flasche hineinfließen. Dann bedanke dich bei deiner Seele, bei dem Mond und bei dem Wasser, dass es die Energien aufnehmen wird und fühle noch einmal in das Mudra hinein, welches du immer noch hältst. Du kannst auch deine Hände nach vorne öffnen, so wie ich dir es jetzt zeige, und es auf deine Flaschen richten. Vielleicht spürst du, wie jetzt deine eigene Liebe in das Wasser einfließt. Nimm dir dazu ruhig ein wenig Zeit, denn dies ist ein heiliger Moment. Und so wird sich dieses besondere Mondwasser mit deiner Energie, mit deiner Seele verbinden und dich auf eine ungeahnte neue Art und Weise stärken. Bedanke dich noch einmal bei dem Neumond und löse das Mudra auf. Öffne deine Augen und komme ganz wieder in das Hier und Jetzt zurück. Bewege Hände und Füße, bewege dich so ein bisschen, dass du ganz wieder hier bist und dich auch gleichzeitig erdest.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe jetzt schon allein durch dieses Ritual ganz viel Kraft bekommen. Und eins ist ganz wichtig, was ich noch sagen wollte. In diesem Video ist die Neumondenergie schon drinnen. Und wenn du dieses Ritual machst, kannst du es zu jedem anderen Neumond wiederholen. Es ist immer gültig. Die Energien sind immer da. Und die sind besonders stark jetzt gerade und sie sind alle in diesem Video, in den gesprochenen Worten beim Ritual drinnen. Die sind also da für euch alle, sodass ihr es nutzen könnt. Wenn du dieses Ritual nutzen möchtest, wenn kein Neumond ist, dann stell es einfach, mach alles gleich und verbinde dich mit der Mondenergie, jetzt besonders in den 12 Tagen, wo ja der Zwilling aktiv ist, die Zwillingsenergie. Und es wird sich auch so energetisieren, besonders auch mit dem Mudra, was du ja dann von dir aus so dahin lenkst und sich mit deiner eigenen Liebe und mit deiner Kraft und deinen Visionen verbinden wird. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Es macht sehr viel Freude, so ein Ritual. Also mir macht es unheimlich viel Freude. Und ich weiß, dass die Energien sich dadurch, wenn du dich darüber freust, noch viel mehr ausbreiten können. Dann sage ich dir danke, dass du heute hier warst. Und ich wünsche dir eine wunderschöne Neumondnacht, eine schöne Neumondzeit. Eine schöne Zeit mit der Energie des Zwillings und wir sehen uns zum nächsten Video. Wenn dir das gefallen hat, was ich heute dir überbracht habe, dann darfst du gerne meinen Kanal abonnieren und hier auf die Kugel klicken. Ich umarme dich und ich danke dir sehr dafür. Bis zum nächsten Mal.